Ja, weiter geht's. Hallo zur zweiten Folge oder zum zweiten Teil, besser gesagt, von Folge 25 der Minenarbeit.de Let's Show Minecraft. Und wir sind hier gerade so ein bisschen, ich bin mal wieder hier von Dunkelheit überrascht worden, und zwar in direkter Nähe des Dungeons, den ich gesucht habe, nach Koordinaten von Elaine. Und ja, jetzt lege ich mich mal eben hin, um die Nacht hier zu verbringen. Ich meine, ich müsste hier um die Ecke. Also das habe ich auf jeden Fall hier schon mal zugebuddelt, weil ich hier gerade durchkam. Ich zeige es euch. Und dann stand ich plötzlich in dieser Höhle hier. Die ist aber, glaube ich, nur ein Durchgang. Oh, da geht es aber weiter und Ressourcen sich hier ohne Ende. Ihr gestattet, dass ich die mal eben mitnehme, bevor wir hier nie wieder hinkommen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass ich hier nochmal hinkomme. Ich bin jetzt recht weit. Das sieht ihr an den Koordinaten. Ich bin recht weit entfernt von unserer Wohnhöhle. Es ist auch ein bisschen unübersichtlich gewesen, hier hinzukommen. Gut, ich meine, wenn man den Weg kennt, dann ist das kein Problem, ne? Ich bin aber hier jetzt gerade auch nur nach den Koordinaten hingelaufen. So, ich denke mal, den Rest der. Oh! Verdammt, ich auch nochmal. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Panik! Ich komme nicht hoch. Ich muss kämpfen, ich muss kämpfen. Boah. Und zurück, und zurück. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halbes Herz, Leute. Ich sage nur eins. Halbes Herz. Gut, dass ich diesmal Koteletts dabei habe. Gut, aber wir sehen daran. Bin noch ganz mitgenommen, weil sowas habe ich irgendwie noch nie geschafft. Jetzt mal erstmal ein bisschen Licht machen. Ich denke, ich bin hier richtig, ne? Wenn es um Dungeon gehen soll, also das sah mir schon sehr vielversprechend aus. Ich werde jetzt hier unseren Ausgang so weit anlegen, dass uns hier nichts mehr so passieren kann, beziehungsweise dass wir da schnell wieder rauskommen. Was heißt wir? Ich sage immer wir. Ihr sitzt ja nur da und guckt zu. Ich muss ja hier die ganze Drecksarbeit machen, ne? Also gebt den Seed ein. Swampweed, ne? Und macht mit. Entdeckt die Welt. Schickt mir Screenshots. Genau wie Krischi das gemacht hat und die Elaine. Ja, und noch einige andere hier. Der René zum Beispiel. Der macht mit seinem Kumpel irgendwie auf dem Server rum und hat da auch sein Swampweed eingegeben. Ne? Hat mir auch einen Screenshot geschickt. Achtet darauf, vielleicht beim Screenshot schicken, vielleicht doch besser bei Tageslicht zu fotografieren, man erkennt dann mehr. Finde ich jetzt jedenfalls, ne? Aber wenn euch das Tageslicht zu hell ist, ja, dann setzt euch halt irgendwie eine Sonnenbrille auf oder sowas, ne? Und ich habe festgestellt, wenn ihr so mitmachen wollt, und ist es ja halt ein Problem, weil ich erwähne ja hier ab und zu mal Leute, und das könnte natürlich dazu führen, dass andere vielleicht mal neidisch wären. Vielleicht habe ich auch mal was übersehen, weil ihr das auf YouTube gepostet habt, so Koordinaten oder so. Da geht das natürlich schnell mal unter. Schickt mir am besten eine Mail, ne, an boss@minenarbeit.de und das ist, und habt ein bisschen Geduld, meine Antwort, die braucht meistens ein paar Tage, ne? Aber da kann natürlich dann eher mal sein. Beziehungsweise da vergesse ich euch nicht so schnell und übersehe euch nicht so. Wo ist denn hier so ein Trouble? Hier ist doch was. Elaine, sag mal, heiß oder kalt? Komm du, komm nur her, du. Ja, dann spring doch mal. Jawohl. Dann sag ich es so an. Stell dich so an, du bist doch eh schon tot. Alles klar. Die Federn lasse ich da jetzt mal liegen. Ist das nicht geheuer da unten? Da ist ja noch ganz viel Eisen. Oh, cool.
ist ja noch eine Menge unter mir. Ob wir da lang müssen oder ob ich vielleicht erstmal hier lang soll? Ah, ich bleib lieber mal oben, ne? Weil sonst wird man. Seid doch mal ruhig. Ja, da haben wir doch schon. Ne, da haben wir es doch schon. Leider wieder nur ein Zombie-Spawner, aber Spaß macht das auf jeden Fall. Ne? Mensch, das ist ja klasse. Da hat also Elaine praktisch letztens drei Spawner auf einmal gefunden. Ne? Das ist irre, finde ich. Und es ist auch wunderschön, dass sie uns hier daran teilhaben lässt. Oh, sind die laut. Ich hoffe, ihr hört mich noch, da ich ja heute sowieso so leise spreche. Ich vertrage einfach keinen Lärm. Ich mach da mal auf. Gucken wir mal da. Stehe ich da jetzt genau hinter einer Kiste? Ja, wie geil ist das denn? Das ist gut, ne? Komm, dann gucken wir mal in die Kiste rein. Brot, ist gar nicht, gar kein Platz mehr. Kann ich das stapeln? Ja, das kann ich stapeln. Brot esse ich mal gleich noch. Komm, das Brot esse ich mal eben auf. So, und dann nehmen wir natürlich noch das Getreide mit. Kein Wunder, dass sie sich jetzt aufregen. Schade. Aber die Kiste können wir mitnehmen. Und dann können wir auch reingucken. Aber die kriege ich jetzt, glaube ich, nicht. Doch. Habe ich sie? Ja. Oh, ist da viel los. Ja, okay, das tun wir uns jetzt nicht an. Da kümmern wir uns in Ruhe nochmal drum. Denn die Folge geht ja hier noch weiter. Elaine hat mir noch viel mehr Koordinaten geschickt, ne, von Kürbissen und von tollen Landschaften. Das habe ich mir alles auch schon angesehen. Es ist alles wunderschön. Nichtsdestotrotz bleibe ich mal beim Thema Spawner bzw. Dungeons. Das finde ich irgendwie, es klingt besser, so Dungeons. Ne? Nicht so einen popeligen Spawner. Ne? Und zwar habe ich selber auch noch einen gefunden. Der ist allerdings wieder zu Hause. Nicht den ihr schon kennt, von der Swampweed-Vorstellungstour. Nein, nein. Nein, 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 nein. Wie komme ich eigentlich nach Hause? Ich glaube, das geht hier lang. Oh ja, genau. Ich glaube, diese Richtung und dann da hinten ganz ewig lang. Was ist denn da für ein schöner Wasserfall noch? Ja, das wollte ich ja eben noch sagen, ne? Also diese Gegend hier ist auch wunderschön. Da kann man sich auch nochmal aufhalten und bauen. Also es ist natürlich allerdings auch nur wieder ein See, ne? Okay, zu Bauprojekten und so geht es dann in der nächsten Folge mal weiter. Da geht's auch mal wieder, dann sind wir mal wieder fleißig. Jetzt renne ich erstmal nach Hause und zeige euch noch einen Spawner, den ich selber entdeckt habe. Ne? Ausnahmsweise mal. Und zwar, ihr könnt ja schon mal dahin laufen. Ihr seid vielleicht sogar schneller da als ich. Ich habe nämlich hier gerade mich hoffnungslos verlaufen, glaube ich. Hier war ich doch noch gar nicht. So, das wäre geschafft. Ich bin heil an der Goldeihöhle angekommen. Und zwar am nächsten Tag. Ich habe kurz noch geschlafen und mein Inventar nochmal geleert. Zu Hause sind ja nicht weit. Wie ihr seht, ich habe auch ein bisschen ausgebaut. Ich war hier nochmal in der Höhle, habe ein bisschen Ressourcen abgebaut in der Drehpause. Ich wollte euch das ersparen. Ja, aber dabei ist mir doch noch. Hier habe ich ein paar Treppen angelegt. Super. Aber dabei bin ich auf ein Dungeon gestoßen und ich hoffe mal, den erreiche ich jetzt auch. Wasserfall ist weg, ne? Ja, ich hatte ja diverse Probleme mit diesem Wasserfall hier. Aufpassen, hier kommt ab und zu auch schon mal noch was entgegen. Schild zum Ausgang. Treppe runter. Da habe ich jetzt inzwischen auch das, was ich schon lange machen wollte. Nämlich meine Schutzunterkunft. Ne, und hier seht ihr auch, was ich inzwischen schon alles abgebaut habe. Das werden wir in der nächsten Folge mal holen. Jetzt wollen wir weiter gucken, dass wir diesen Dungeon finden. Ich weiß nicht nur, wo er ist. Aber hab noch nicht reingeguckt. Es sah mir wieder verdächtig nach Zombies aus. Ne? Um das mal vorwegzunehmen. Wo ging das jetzt lang? Hier. Irgendwie Lava muss da sein. Wo Lava ist, ist gut. Da sind wir schon.
Okay, mal gucken, ne, ob hier auch alles einigermaßen sicher ist. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen ausbauen. Ihr werdet das gleich sehen. Da seht ihr schon, wie es flimmert. Und ich hau hier mal direkt rein. Damit wir das auch alles noch schaffen, denn so eine Folge dauert ja nicht ewig. Und ja, beim nächsten Mal, ich denke mal, das zähle ich jetzt hier mal als Doppelfolge hinter ihm. Hier mache ich mal ein bisschen zu. Jetzt kriegen wir aber Angst. Das zähle ich hier jetzt mal Folge 25 als Doppelfolge. Also geht es in der Let's Play-Serie mit Folge 26 dann offiziell weiter. Dann bauen wir dann wieder schön in der Höhle. Ich habe ein paar Ideen. Ich habe auch schon ein bisschen weitergemacht. Das habt ihr ja schon gesehen. Ich meine diese Richtung, ne? Da bin ich an der Wand des Dungeons. Das ist sehr gut. Das geht ja hier schnell. Das ist ja wunderbar. Mal lauschen, aber hier schon mal direkt reinbrechen. Immer hier so zwei. Stirbt er? Immer hier so zwei Dinger Luft haben, damit man da ausweichen kann, wenn die hauen. Zombies können so hauen. Boah, Jungs, seid mal leise. Ja, so kommen wir da natürlich nicht weiter. Normalerweise müsste man hier ringsherum buddeln, überall Fackeln reinstellen in die Fenster. Dann wäre es irgendwann hell genug, dass auch keine Zombies mehr spawnen. Und, ach, weißt du was? Ist doch jetzt sowieso egal. Ach, deswegen sterben die. Na komm. So, jawohl. Na, kommt ja schon, das reichen schon zwei Fackeln. Na, machen wir mal hier schön, wie sich das gehört. Mal nicht sparsam mit Fackeln sein. Aha. Na gut, dann sichern uns mal in die Kiste. Das ist mal schön. Oh, Spinnenfaden. Das ist gut. Das ist gut. Eimer. Das ist toll. Ich liebe Eimer. Und wenn ich ein Geschenk bekomme, ist umso besser. Dann braucht man nämlich nicht immer so viel Silber dafür verwenden. Prima. Und die Kiste nehme ich auch mit. Super. Und dann kann ich eigentlich auch nach Hause rennen. Ich hoffe mal, ich sag mal, ich, wenn das Video nicht reicht, dann blende ich einfach irgendwie aus. Ich kann hier schon mal Tschüss sagen. Und dann mache ich mich mal eben nochmal zurück in die Schutzhütte auf, sammle noch ein paar Sachen ein und hoffentlich ist es draußen noch hell. Dann laufe ich auch schnell noch nach Hause mit ein paar Sachen. Ah! Der hat mir natürlich gefehlt, ey. Uiuiui. Ja gut, der wäre natürlich jetzt hier der Hammer gewesen, ne? So kurz vor Ziel. Aber das ist natürlich wieder typisch Minecraft dann, ne? Mal gucken. Es geht nämlich schnell. Ich kenne den Weg. Ich habe hier noch ein paar Wegweiser aufgestellt. Uah, der hat mir jetzt gefehlt, ey. Hau ab. Komm, brennen. Dann kann ich wenigstens seine Knochen noch mitnehmen. Das war doch schon mal so an der Höhle da mit dem Zombie damals. Oh, ist er endlich draufgegangen? Ja, endlich. Ja, super. Fein, fein, fein. Das war ein Schwein. Da unten kann man auch noch sehen. Und hier hat es mich inzwischen so ein kleinen Tunnel gegraben. So, wenn wir die da hinten durchschritten haben, sozusagen, sind wir schon vor unserer Haustür. Ne, also der Weg zur Goldeihöhle nimmt auf jeden Fall langsam Formen an. Puh.